Der Tag ist gekommen. Unser eigenes Eis bei McDonald's kommt raus. Das, was die letzten paar Monate passiert ist, ist einmalig. Aus einer vielleicht ein bisschen dummen oder verrückten Idee von uns wird wirklich sowas Großes. Überall in Deutschland und in jeder deutschen Filiale kann man sich dieses Eis holen. Nochmal ganz kurz, um das zu notieren. Wir haben ab sofort unser eigenes Eis, Digga, bei McDonald's. Hey! 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 Crazy, crazy, crazy! Wir schreiben Donnerstag, den 28.09.2017, der große Tag. Ja. An diesem Tag kam unser eigenes Eis bei McDonald's überall in die Läden. Also ich war voll aufgeregt. So Jungs, da wären wir. Sind wir da? Wir sind da. Krass, Alter. Geil. Ey, ich bin so aufgeregt. Ey, ich will das bestellen, Alter. Kann ich? Darf ich schon los? Das ist aber komplett verrückt, Alter. Das ist ja voll komisch zu realisieren, Alter. Wir sind da in München. Und wir wissen, ey, heute ist es soweit, Alter. Ab heute kann jeder da zur Theke gehen und dein Eis bestellen. Und alles wurde vorbereitet, alles wurde schick gemacht, alles wurde zurecht gemacht. Es war auch viel Presse da, die Bild war da, die Bravo war da, die Popcorn war da. Da gab es eine ganze Fotowall, da wurden Fotos gemacht. Alle waren heiß auf dieses Eis. So. Roman, ich glaube, wir müssen das jetzt mal ein bisschen Eis verteilen. Ja, fehlt nur noch das passende. Will ich auch. Fehlt nur noch das passende Outfit, oder? Lass mal umziehen. Komm, okay. Mach mal ein richtiges Styling. Zieh jetzt mal ein richtiges Outfit an. Spannung stieg. Dieser eine Moment kam immer näher. Das Ding ist, da war so eine Tafel, da stehen die Desserts drauf, also die ganzen Eissorten, McFlurries und so. Und es gibt so einen Moment und da ändert sich das deutschlandweit, überall, in demselben Moment. Der passiert auch nur einmal. Nur einmal. Den haben wir alle miterlebt. Und das war schon krass. Das war dann echt so der Startschuss. So. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Yeah! Yeah! Was ist los? Weiter! Da muss ich mal kurz angucken, Alter. Mama, guck mal, ich bin im Fernsehen. Geil, Alter. Und das ist so. Überall in Deutschland, oder was? Geil, Alter. So. Jetzt ist es offiziell. Ab heute wird das Eis richtig hart gegönnt. Was muss ich jetzt machen? Hier? Genau. Alter, Heiko! Noch ein bisschen. Heiko, nicht so stürmisch. Was? Alter, Heiko! Einmal. Ah! Und nochmal. Okay, nochmal zurück. Roman, das darfst du nicht. Ein Deckel? Ja? Ich mach einfach mal. Rüffel da. Wunderbar. Wir rühren in 8 Sekunden. Scheiße. Komm rein. Ich hab's kaputt gemacht. Guck mal. Ich hab die Eismaschine kaputt. So, ich mach rein. Ich krieg das auch selbst hin. Achtung, einfach. Ja. Ich hab das nämlich schon mal gemacht in der Testküche bei McDonald's damals. Da gab's auch so eine McFlurry-Maschine. Wie lang? Darf ich das jetzt essen? Haben wir Löffel? Oh, scheiße, der Löffel, ja, der klemmt da noch dran. Roman. Dankeschön. Mensch. So geht also unser Eis. Und ich würde sagen, das Eis, das bringen wir jetzt mal in die Leute. Du machst mal ein bisschen Probe hier. Man hat auf jeden Fall gesehen, dass der Hype real ist. Wirklich, das war krass. So viele Menschen sind gekommen, alle hatten Bock auf dieses Eis. Wir haben dann auch mit den Fans ein bisschen Ex gemacht. Die haben so crazy gerufen, die haben alle Pop gerufen. So, ist das crazy? Ist das Pop? Crazy? Heiko, das macht nicht so viel Sinn, weil hier einfach keiner ist, der da mitmachen kann. Aber in München waren ganz viele Fans und die hatten richtig Bock. Ist das crazy? Ist das Pop? Crazy? Pop! Crazy? Pop! Geil, danke. Roman, ich sag mal so, bei der Eisausgabe,
da hatten wir auf alle Fälle auch ein bisschen Spaß. Spaß, ne? In einem dieser drei Becher ist das Eis drin. Mal gucken, ob du herausfindest, in welchem. Wenn du Glück hast, kannst du es essen. Which one? Hol ich raus? Nein, okay. Jetzt bist du hier dran. Ja, teuer, hast du ihn verraten, Alter. Was kann der Junge überhaupt? Okay, das ist nur das Pop. Nur das Alles im Pop. Das ist einfach ganz. Das macht man so. Komm mal her. So, mal, nee, nee, mal, mal. Mit auf. Eins, zwei, drei. Ist geil, oder? Geil. Das ist mir hinzuzufügen. Ich werf das jetzt in die Menge und Dennis fängt das mal an. Okay, achso, ich lass wieder. Eins, zwei, drei! Alter, ey, komm, ich bin bescheuert, du machst es wirklich? Ey, ich hab's gefragt, hallo! So wie wir. Digga, dir. Danke. Ess mal was davon, bitte. Wir singen jetzt Lieblingslied. Kennst du den Text, oder? Ja, nein, Herz, nein, Herz. Mein neues Lieblingslied. Yeah! Hey. Applaus! Richtige Sängerin haben wir hier unter uns. Okay, der am lautesten schreit auf drei, kriegt als nächstes ein Eis. Eins, zwei, drei. Du warst schon weg. Dich hab ich rausgehört. Blitz. Crazy Pop. Rückwärts buchstabieren. Ja? YZ. Ja? AC. A ist richtig, danach? Nein. Hä? Roman! Der Roman, der damals. Nein, Roman, hör nicht auf Roman, der verarscht dich nur. Nein. Ja, er? Und C. Genau, okay, ein Applaus! So, willst du auch eins? Klar, ja, was ich euch mal sagen wollte, wenn ihr eure Eltern jemals zur Adoption freigeben, ich nehme euch. Wir haben, glaube ich, beide wirklich Angst gehabt, dass es den Fans jetzt irgendwie nicht gefällt oder so, das Eis. Also man rechnet natürlich mit dem Schlimmsten, ist ja ganz klar, bei so einem großen Ding. Und so eine größere Erleichterung war es für uns dann, als wir festgestellt haben, dass es halt mega gut ankommt bei den Fans. Die haben das halt alle voll gefeiert. Die hatten mega Spaß auch, das Eis zu essen. Oh mein Gott, das ist so geil. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich kann es nicht auf. Schmeckt voll gut. Es schmeckt richtig gut. Oh mein Gott. Ja, richtig geil. Meine Kindheitserinnerung. Es explodiert auf der Zunge. Nein, das ist reinig. Wie die Loch nicht süß. Also. Einfach nice. Ja, einfach geil. Ja. Danach hatten wir noch ein kleines Akustikkonzert. Da haben wir einige Songs von uns live gespielt, zusammen mit dem Patrick und der Gitarristin. Guten Tag! Geht's euch gut? Schön! Habt ihr alle schon das Eis probiert? Ja! Es war auf einer Skala von lautes Leis. Wie hat's euch geschmeckt? So, wir haben ein bisschen Mucke mitgebracht, natürlich. Nein, bin ich hart, doch ich scherz nicht mit dir. Wann bin ich jetzt und wer werde ich mir? Oh, denn dein Herz schlägt wie mein Herz, denn dein Herz schlagt nicht wie mein neues Lieblingslied. Es war ja für uns auch wahnsinnig emotional und Musik überträgt Emotionen. Das hat einfach perfekt gepasst. Außerdem war das auch eine geile Stimmung. Alle waren gut drauf. Ich finde, das ist auch total wichtig und auch immer wieder schön, dass man vor allem denjenigen, die uns dorthin bringen, wo wir sind, dass man denen auch Zeit schenkt und dass man sich die Zeit nimmt. Man darf nie vergessen, wo man herkommt und man darf nie vergessen, wer ihn dorthin bringt und, oder hingebracht hat. Und man darf nie vergessen, sich das McFlurry Crazy Pop Eis bei die Lochis zu holen. Roman Lochmann, das war der perfekte Übergang zum Drive-In. So, Freunde, auf dem Weg zum McDonald's, denn wir bestellen jetzt mal unser eigenes Eis. Ich würde sagen, Drive-In, zack, und dann bestellen wir unser eigenes Eis. Das wird witzig. Abfahrt! Komm her. Guten Tag! Guten Tag, wir hätten gern zweimal unser Eis, bitte. Einmal das Eis. Unser Eis. Weißt du, was ich meine? Zweimal das Crazy Pop, bitte. Gerne. Roman,
Ich dachte, er kennt uns vielleicht an den Stimmen. Hi, servus. Hallo, na? Hallo. Jungs, na? Hab ich euch nicht im Fernsehen gesehen? Ja. Kann sein, ja, ja. Bei Sturm der Liebe. Bei Sturm der Liebe, ja. Das stimmt so. Wirklich? Ja. Bitteschön. So, jetzt wieder mal unser eigenes Eis haben. Immer schon nett sein, ne? Immer schön großzügig. Ja, immer schön nett sein. So. Hallo. Hey, seid ihr das nicht? Ja, das sind wir. Na? Guten Tag. Das ist unser Eis, ne? Bombenidee, bombenlecker. Dankeschön. Geil, Dankeschön. Guten Tag, yeah. Mach's gut. Tschüssi. Ciao. Ciao. So. Geil. Da ist es. Das ging jetzt aber ratzfatz. Das ging ja wirklich schnell. Easy, Alter. Das ist schon ein krankes Gefühl, wenn man wirklich überlegt, Leute. Man fährt einfach durch den Drive-In, Alter. Und wir können unser eigenes Eis bestellen. So. Boah. Das poppt dann aber richtig krass. Moment. Das kommt mega gut an und wir sind mega happy. Und das ist so krass. Das ist so wirklich. Das ist so krass. Scheiße, Tammy, jetzt haben wir dir kein Eis mitgebracht, ne? Jungs, ich krieg's bestimmt beim nächsten Mal. Kein Problem. Kickdown, Kickdown. Unser Eis ist jetzt überall in den Läden. Es ist jetzt da. Also geht raus. Geht raus, geht da raus in die Welt und holt euch dieses Eis. Sagt uns, wie ihr es findet. Verbreitet es mit allen. Verbreitet es mit allen euren Freunden. Das ist so, wir wollen natürlich wissen, wie ihr das findet und was ihr zu der ganzen Sache sagt. Postet ein Foto von diesem Eis mit dem Hashtag Eisgönnen. Wir gucken uns das auf jeden Fall an. Ja, safe. An dieser Stelle auch mal Danke an euch da draußen, weil ohne eure Power, ohne eure Unterstützung hätten wir das nie geschafft. High Five an der Stelle auch an McDonald's Deutschland. Vielen Dank für diese unglaubliche Kooperation. Ey, das ist halt krass. Und ich würde sagen, Roman, wir gehen uns jetzt erstmal ein Eis gönnen, wa? Eis gönnen. Willst du auch eins hier? Tamino, willst du ein Eis? Ja. Eis gönnen! Soll ich dir ein Eis mitbringen? Soll ich dir ein Eis mitbringen? Eins. Ich bringe jetzt zwei mit. Eis gönnen jetzt. Ey, und wenn ihr euch jetzt kein Eis gönnt und ihr wisst genau, welches ich meine, dann ist jetzt aber richtig die Hölle los! Daheim. Eis gönnen! Woo!